International Advanced Rider Training by the police in Salzburg at the Salzburg Ring is, as we will see, a welcome opportunity for the police forces in different countries and Austria to exchange experiences and information about the rider training in various countries. Männer, was wir jetzt machen ist bremsen. Wer weiß von euch, ob diese 1150er BMW, ob der einen Anhebeschutz hat? Gibt es jetzt einen Anhebeschutz oder nicht? Also früher hat es einen Überschlagschutz, dann hat es einen Anhebeschutz. Und wir haben schon Bremsungen gehabt, wenn wir nicht aufgemacht hätten, dann ist ein Überschlag. Das gibt es nach wie vor. Auch das ist schon passiert. Ja. Also. Das gibt's. Das ist Fakt, dass es das geben kann. Es redet auch BMW nicht von einer Hinterradabhebeerkennung oder von einem Überschlagschutz, sondern von einer, wenn überhaupt, bedingten Hinterradabhebeerkennung. Und bedingt heißt einfach, je nachdem, was für Unwägbarkeiten zusammenkommen. Ich habe vielleicht einen anderen Reifen drauf, wie der in der Entwicklung drauf war beispielsweise. Die Reifenentwicklung geht immer weiter. Wenn das ABS-System meines Motorrades entsprechend älter wird, wie die Reifen, die ich drauf habe, dann funktioniert das tendenziell natürlich auch umso schlechter. Luftdrücke spielen eine Rolle, Reifenaufstandsfläche, Möglichkeiten des Gummis, sich mit dem Untergrund zu verzahnen und so weiter und so fort. In addition to this exchange of experiences with motorcycle technology, the instructors also have the opportunity to report to each other about things they witness while training riders in their countries. Also nicht nur Anfänger, sondern auch gute Motorradfahrer, speziell hochgewachsene, Enduro-Bereich, schlechte Haltung, nachgeben, einbremst, so drei Viertelbremsung, dann habe ich genau diesen optimalen Grip vielleicht drin, wo das ABS nicht regelt und dann ist es vorbei, geht dann überschlagt. Wir haben jetzt, wie gesagt, heuer haben wir ja knapp 500 Motorradfahrer gehabt und es gibt nichts, was es nicht gibt. Gell? Ich kann nur sagen, fragt Willis ungewollt 30 Meter, weil er Taxen schafft vor dem Motorrad. And there are also opportunities to test the motorcycles of each other's police forces and to compare them. Der steht jetzt vorne, fährt Vierer, bremst scharf hinten und vorne, fährt wieder zurück. Dann kurz drauf fährt er wieder, und wenn der 4-5 Mal gefahren ist, dann fällt die Batterie in die Unterspannung runter. Weil einfach das so viel Strom verbraucht, dass dann das ABS auf Störung geht. Da haben wir sehr viele Probleme gehabt, Bremsausfälle gehabt. Haben die auch noch diesen Bremskraftverstärker drauf. Und da hat es auch vom BMW eine Warnung geben oder einen Hinweis geben, dass wenn das nicht tun sollte, ein bisschen laufen lassen, länger fahren, dass auch die Betriebsspannung ist. Ist eigentlich das irgendwo bekannter, oder? Ja. Aber anders. Ja. Also nicht während der Fahrt, sondern das Problem ist dann immer die Unsitte vom Motorradfahrer, dass der das Motorrad mit dem Kühlschalter ausmacht. Und dann ist halt bei den 4-Zimmer-Küche-Bad-Motorrädern immer so, die Griffheizung ist an, der Radio leise, damit der Instruktor das nicht hört, die Sitzbankheizung ist an und alles braucht Strom. Und jedes Mal beim Starten wieder und dann passiert genau das, dass das ABS-Steuergerät ausfällt. Richtig, ja. Also während der Fahrt haben sie mir nicht gehabt. Ja, mit ABS. Ja. Und wenn jetzt mehr wie 3 km/h schneller, geht das aus. Und da muss man einfach vorher kontrollieren, dass das auch tatsächlich aus ist. Ja. Und nur zu lang ist die Gewehr da, dass hier das ABS funktioniert. Okay. Wie gesagt, die erste Übung schaut jetzt so aus, zweimal auffahren, 50 km/h, nur hinten, nur die Hinterbremse, bis zum Stillstand. Wenn wir durch sind, dann erkläre ich, wie wir vorne dazu bremsen, wieso und warum und welche Probleme das halt wir festgestellt haben, also speziell motorradbezogen, wo es eben so Probleme gibt. Testing the latest police motorcycles is also a highlight of the event. Die neuesten Generationen, wie jetzt die KTM, wie gesagt, das könnt ihr gerne messen, hat jetzt mittlerweile auch die Schräglagen ABS. Bremer, Dormer, ich bin für alles offen und dankbar. Nur so kann man sich weiterbilden, wenn man jetzt viel Inputs kriegt. In the coming episodes we will have interviews with instructors from different countries. See you then.